Guten Morgen, Leute. Wie ihr seht, es ist noch ein bisschen früher. Oder wie ihr nicht seht. Ich bin noch ein wenig zerzaust und werde jetzt als allererstes gleich mal zum Sport gehen. Ich sag euch das, also ich meine, wenn ihr den Hintergrund guckt, dann seht ihr das ja schon. Es ist so geiles Wetter. Es ist auch mal wieder so ein bisschen wärmer geworden, sag ich mal. Ich glaube, also jetzt gerade das Auto zeigt noch an, dass wir 7,5 Grad haben. Aber gefühlt ist es auf jeden Fall mehr, weil wenn man so die Sonne auf die Haut bekommt und so. Oh, ich liebe das. Ja, auf jeden Fall, jetzt fahre ich gerade mal zu dieser Mülldeponie, um mir irgendwie zwei Kartons zu suchen, womit ich dann meine eBay-Geschichten nachverkaufen kann. Und dann habe ich auch noch bestimmt 5, 6 andere Sachen, die ich bei eBay reinsetzen muss. Naja, jetzt fahre ich erstmal los und vielleicht gehe ich noch ein bisschen die Sonne genießen. Ja, das lief jetzt nicht so gut, weil es ja gestern total stark geregnet hat und deswegen sind diese ganzen Kartons jetzt nass. Und deswegen muss ich jetzt zwei kaufen gehen, aber auch das ist jetzt mal okay. Hört ihr, was mein Auto für komische Geräusche macht? Als würde da irgendwie was im Motorraum leben oder rappeln oder... Muss ich nachher mal meinem Dad zeigen, es hört sich ja nicht so gesund an. Ja, auf jeden Fall, ich habe mich jetzt doch irgendwie zusammengerissen, weil ich war gerade schon wieder so ein bisschen verzweifelt, weil ich meine Fitnesskarte und so nicht gefunden habe. Und dann dachte ich mir so, gleich so der erste Gedanke, wenn man irgendwie auf irgendwas keinen Bock hat, so von wegen, ja, yo, dann bleibst du einfach zu Hause, suchst dir das zusammen und gehst dann morgen ganz entspannt. Aber nein, ich habe mich jetzt so ein bisschen überwunden und habe meine ganzen Sachen jetzt doch irgendwie zusammengesucht, meine ganzen Plünnen. Und bin jetzt... finally auf dem Weg ins Fitnessstudio für irgendwie anderthalb Stunden oder sowas. Und danach haben wir auch noch ein bisschen was vor. Also ich habe schon ein kleines Frühstück gehabt, aber ich wollte noch euch so eine Shakes zeigen, die ich immer mache, wenn ich beim Fitness war, um irgendwie den Tag über ein bisschen länger satt zu sein, damit man nicht ganz so viele Kalorien zu sich nimmt. Aber das zeige ich euch nachher. Es sind so eine Magerquark-Shakes und die esse ich eigentlich auch so. Also eigentlich sollte ich die jeden Tag essen. Aber dann esse ich sie auch irgendwie nur alle zwei Tage. Die sind schon lecker, aber man muss sie halt irgendwie zubereiten und da entsteht dann immer das Problem. Ja, auf jeden Fall fahre ich jetzt erstmal hin und dann sehen wir uns wieder, wenn ich beim Fitness fertig bin. Aber so dämlich das klingt, McFit wird immer mehr zu so einem Sodom und Gomorra. Als die aufgemacht haben, ich kann mich da noch richtig dran erinnern, dass da immer mehr Leute hingegangen sind und ich bin dann da auch irgendwann hingegangen und alles war cool. Man hat irgendwie Leute getroffen, die man kannte und, ne? Und ist fast so ein bisschen verrückt geworden, danach irgendwie immer wieder zu trainieren zu gehen. Aber heutzutage ist es so, wenn du nicht irgendwie, ich gehe ja normalerweise so irgendwie um 5.30 Uhr, 6 Uhr oder irgendwie sowas, also halt im Regelfall vor der Uni. Und da ist das alles noch gar kein Ding, weil da noch niemand da ist und dir niemand auf den Keks gehen kann. Aber mittlerweile ist das so, also jetzt gerade hatte ich zum Beispiel wieder eine Situation, da kommt einfach einer auf mich zu und sieht mich irgendwie so beim Trainieren und sagt so, wenn du private Stunden brauchst, so, ich nehme 10 Euro die Stunde, hier, hast meine Karte und so. Und dann dachte ich mir auch, an meine Fresse, Alter, was geht denn hier ab? Naja, auf jeden Fall, es gibt auch noch so andere Sachen, wie zum Beispiel, wenn du irgendwo was trainierst und nimmst jetzt nicht so viel Gewicht, ne? Dann gibt es häufig irgendeinen, der dich dann entweder so angrinst, so von wegen, was machst du denn da? Oder noch besser, Leute, die dann zu dir kommen und dann so neben dir dieselbe Übung machen, aber so einmal mit viel mehr Gewicht, so. Um dir so zu zeigen, so von wegen, dass sie die Stärkeren sind oder so. Ich weiß nicht, was der Scheiß soll. Oder dieses permanente Rumgepose vom Spiegel. Also, ich darf echt nicht nach 8 Uhr zum McFit gehen. Ich muss echt zusehen, dass ich das immer so vor 5 Uhr mach, vor 5 Uhr. Ich muss echt zusehen, dass ich das so irgendwie vor 7 Uhr, also bevor ich zur Uni gehe, immer geregelt krieg. Aber das ist, also es ist irgendwie so ein bisschen lustig, aber ich finde es auch irgendwie so ein bisschen traurig, dass das sich so entwickelt hat. Also ich weiß nicht, ob das nur in meinem McFit so ist, also meiner hier in Reinickendorf, oder ob das bei anderen McFits auch so ist, aber wenn einer von euch zum McFit geht, schreibt es mir gerne in die Kommentare.
Ja, und jetzt werde ich mir gleich noch ein paar Ingredienzien besorgen, um mir meinen Magerquark-Check zu machen. Aber vorher fahre ich noch mal kurz nach Haus und werde dann noch ein Brötchen mit verbeißen.